Deine Zukunft in meinen Händen. Eine Jem Let's Dado Fanfiction von Farrah Ottix. Kapitel 58. Eigentlich hatten wir uns ausgemacht, uns heute nicht auffälliger zu verhalten als an jedem anderen Tag, aber ich schätze, dass dieses Vorhaben absolut nichts geholfen hatte. Als es das fünfte Mal heute an Manus Haustür klingelte, gingen er und ich gemeinsam, um auch noch Alina hereinzulassen. »Hi, Al!« »Dann sind wir ja als vollständig«, kicherte ich und umarmte sie rasch. Natürlich konnte heute niemand still zu Hause sitzen bleiben und Däumchen drehen. Wir alle wollten uns selbst versichern, dass es Manu gut ging. Heute, am 12. September. Und das Mädchen hatte auch etwas mitgebracht, was sie nun aus ihrer Tasche herauszauberte. »Wie? Die ganze Clique ist da? Naja, dann können wir uns das Süße auch alle teilen«, entschloss sie grinsend, mit der Riesentute Gummibärchen winkend, und begleitete uns dann zurück in die Stube, wo die anderen saßen. In Manus Zimmer wäre viel zu wenig Platz gewesen. Ich hätte gerne gewusst, was er über die unabgesprochene Belagerung dachte. Fühlte er sich vielleicht bedrängt von uns, oder fürchtete er Ärger, wenn seine Mom uns nach der Arbeit noch hier fand? Nur konnte ich ihn nicht fragen, ohne die Situation noch auffälliger zu machen, als sie bereits war. Also hoffte ich, dass Manu damit einverstanden war oder mir in einem gemeinsamen Augenblick von selbst sagte, wenn ihn etwas störte. Bestimmt waren unsere Kumpels nicht böse darüber, wieder zu gehen, sollte unser Gastgeber den Trubel nicht mögen. Aber im Augenblick wirkte mein jetzt fester Freund nicht so, als würde es ihn stören. Im Gegenteil, er schien wirklich glücklich über unsere Gesellschaft. »Wollen wir vielleicht bei dem schönen Wetter etwas unternehmen?«, fragte er in die Runde, und wir schauten uns etwas peinlich gerührt an. Zurzeit gab es nicht wirklich etwas Tolles in der Gegend, das hatten wir ja bereits vor einer Woche festgestellt. Abgesehen vom Rummel natürlich, aber ich wusste nicht, ob wir da heute nochmal unbedingt hin wollten. Manu hatte gestern auch schon alle seine Freikarten aufgebraucht. Fürs Freibad hatten wir die falschen Sachen dabei, die Bowlingbahn hatte zurzeit wegen Urlaub geschlossen, und viel mehr hatten wir ja nicht in unserer Gegend. »Wollen wir einfach durch die Stadt bummeln und uns ein Eis holen? Mir fällt nichts anderes ein«, gab auch Micha grübend zu. Aber Eisessen klang bei der Hitze draußen tatsächlich verlockend. Die Gruppe stimmte vollständig zu, und dann machten wir uns kurz darauf auch schon auf den Weg. Manu und ich in der Mitte und Hand in Hand nebeneinander herschlendernd. Zufrieden blinzelte ich in den klaren Himmel. Heute konnte kein schlechter Tag werden, oder? Es schien völlig unmöglich, hier im hellen Sonnenschein. Doch andererseits hatte ich auch schon das Gegenteil erlebt und wollte mich nicht länger auf Zufälle verlassen. Ich durfte Manu nicht verlieren. Um meine düsteren Gedanken zu vertreiben, rückte ich näher an meinen Nachbarn und löste unsere Hände voneinander, um sie um stattdessen um den Körper schlingen zu können. Manu grinste. »Alles gut?« »Ja, alles gut. Ich bin nur so froh, dass du bei mir bist«, nuschelte ich und brachte da noch ein hoffnungsvolles Lächeln zustande. Dafür bekam ich einen kleinen Kuss zurück und war augenblicklich wieder besserer Dinge. Wir würden das Unglück auf jeden Fall verhindern, wenn wir es nicht bereits geschafft hatten. »Leute, ich mag euch ja nicht den Spaß verderben, aber das da hinten sieht mir verdächtig nach Regen aus.« Als ich Alinas Blick folgte, sank meine Laune ein kleines Stück. Sie hatte recht. Hinter uns kam eine dunkle Wolkenwand herangewalzt, und in der Ferne konnte man mit ein wenig Vorstellungskraft bereits ein dumpfes Donnern hören. Ob wir es noch rechtzeitig in die Stadt schafften, bevor uns das Unwetter einholte? Vielleicht, ganz knapp. Und auch nur, wenn wir uns beeilten. Natürlich schafften wir es nicht und wurden klitschnass, ehe wir einen Platz zum Unterstellen fanden. Schwer atmend drängten wir uns zusammen, als Manu sich plötzlich vornüber krümmte. Seine Schultern zuckten leicht und ich bekam einen Schreck. Er hatte doch Asthma. Hatte ihn die kurze Sprintstrecke so sehr erschöpft? Waren das die ersten Zeichen eines Anfalls? Aber meine Sorge war zum Glück unbegründet. Als er sich wieder aufrichtete, sah ich, dass er bloß vergnügt lachte. Befreit und während er begann, seine Haare auszubringen. »Oh Mann, wir wären wohl doch besser bei mir geblieben, was?« kicherte er und ließ uns alle aufatmen.
Es ging ihm gut, und er konnte die Situation sogar mit Humor nehmen. Dann war alles in Ordnung. Es regnete noch eine halbe Stunde in Bindfäden, dann lichtete das Unwetter sich langsam und wir trauten uns wieder aus dem Unterschlupf heraus. So nass hatte aber keiner mehr wirklich Lust auf ein Eis und wir entschlossen uns, die Gruppe aufzulösen und nach Hause zu gehen, um uns abzutrocknen. Nicht, dass jemand sich noch in den letzten Ferienwochen erkältete. Wir wurden immer weniger, je weiter wir zurückgingen. Nur ich war schließlich noch bei ihm und bog schon beinahe wie selbstverständlich an der Kreuzung mit zu ihm ab, anstatt meinem Weg zu folgen. Manu lächelte, als er das bemerkte, aber hielt dennoch an. »Hey, Dado, ab hier finde ich den Weg alleine.« »Ja, aber ich könnte doch morgen, okay? Ich mag jetzt erstmal alleine sein. Du brauchst dir auch keine Sorgen zu machen.« Zum Abschied gab er mir einen Kuss auf die Stirn. Dann ließ er meine Hand los und winkte mir nochmal über die Schulter hinweg zu. »Na gut, dann halt nicht. Aber Wache halten würde ich heute trotzdem. Von mir aus sogar bis spät in die Nacht. Mein Freund würde gar nichts davon mitbekommen. Ich musste mir einfach nur ganz, ganz sicher sein.« Kapitel 59. Zu Hause wechselte ich meine Klamotten, hängte die alten zum Trocknen auf und überlegte mir dabei, was ich für heute Abend alles brauchen würde. Eine Taschenlampe, das war klar, und eine dicke Jacke, eine Flasche Wasser auch und etwas zu essen, wenn ich wirklich für mehrere Stunden aufpassen wollte. Mein Handy musste ich auch mitnehmen, falls ich schnell einen Krankenwagen rufen musste. Was brauchte ich vielleicht noch? Den Brief von heute würde ich mir auch nochmal angucken. Die ganzen letzten Tage schon hatte ich nicht mehr in den Ordner geschaut, weil mittlerweile alle Einträge von meinen wirklichen Tagen abwichen und meistens eh nur noch verlangt hatten, dass ich etwas mit Manu unternahm. Ich wusste bereits nicht mehr, was genau im letzten Eintrag stand. Und vielleicht hatte ich etwas übersehen, das mir jetzt klarer war und mir helfen konnte. Auf dem Weg zu meinem Zimmer schnappte ich mir einen großen Rucksack aus der Garderobe und machte einen kurzen Stopp in der Küche, um mir Kekse und zwei kleine Flaschen einzupacken. Eine Taschenlampe hatte ich irgendwo in meinem Schreibtisch und mein Handy war auch noch genug aufgeladen für einen Notruf. Ich hatte ja nicht vor, mich stundenlang mit Spielen zu beschäftigen und von meiner eigentlichen Aufgabe abzulenken. Also, jetzt auf zu meiner Briefsammlung. Ich hatte sie wieder in meinen Schubladen verstaut, nachdem ich sie nicht mehr täglich gebraucht hatte, also hiefte ich sie jetzt heraus und blätterte schnell zum Ende. Da war er, der allerletzte Brief. »Hey Maurice, wenn du das hier liest, hoffe ich, dass du genügend verändern konntest, um in Manuels Schicksal einzugreifen und ihn zu retten. Nach dem heutigen Tag wird er sonst nämlich nicht mehr bei euch sein. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Unfall war oder ob er es so gewollt hatte. Bitte sorge dafür, dass das nicht passiert. Ich weiß, ich verlange viel von dir, aber ich glaube an dich, dass du es schaffen kannst. Heute wollte ich etwas mit ihm unternehmen, aber er war sehr abweisend zu mir und ließ nicht mit sich reden. Ich habe schließlich aufgegeben und nicht weiter gefragt. Sollte er es wieder tun, dann sei bitte ausdauernder als ich. Es ist sehr wichtig, dass du herausfindest, was mit ihm los ist. Am nächsten Morgen wirst du von seiner Familie erfahren, dass Manuel in der Nacht durch einen Anfall gestorben ist. Es ist ein schreckliches Gefühl, jemanden zu verlieren, den man so ins Herz geschlossen hat. Ich wünsche dir, dass du es nicht noch einmal erleben musst. Erschaff eine Zukunft, in der ihr beide glücklich leben könnt, in der ihr nicht mehr in eurem eigenen Schatten lebt, in der ihr nicht bereuen müsst. Manuel ist ein Segen für dich und wird es noch lange Zeit sein, wie er es schon für mich war. Alles Gute und viel Erfolg. Dein Maurice. Ein Anfall, stimmt. Also wahrscheinlich eine seiner Allergien oder sein Asthma. Wenn Micha mit seiner Überlegung recht hatte, war es bestimmt wirklich nur ein Unfall, der einfach nur verdächtig nahe an einem Suizidversuch lag. Es gab Dinge, die unvermeidbar waren. Aber wir mussten verhindern, dass der Anfall zu seinem Ende wurde. Das war meine Aufgabe heute Abend und ich würde sie erfüllen. Als ich den Brief ausheftete und mir ebenfalls reinstecken wollte, rutschte etwas aus den Seiten heraus, das mir bekannt vorkam. Es war das Bild von Manu und mir, das ich bei seinem ersten Besuch nur schnell in den Herbster geworfen hatte, um es zu verstecken. Seitdem hatte ich nicht mehr daran gedacht. Hastig hob ich es auf und besah mir den Hintergrund. Wo war es aufgenommen worden? Da waren Sträucher, wenn ich das richtig erkannte. Ein Stück Wiese,
daneben asphaltierter Weg. Das sah verdächtig nach dem Rummelplatz von gestern aus. Der war auch von einer Parkanlage umgeben. Verdammt, das hieß, dass ich meine Chance verpasst hatte. Dabei war es meinem anderen ich so wichtig gewesen, mich daran zu erinnern, ebenfalls ein Foto zu schießen. Egal, wenn Manu den heutigen Tag überlebte, würde ich hunderte Fotos mit ihm machen können. Wenn nicht sogar noch tausende. Jetzt war nur seine Rettung wichtig. Mit einem raschen Blick auf die Uhr steckte ich auch noch das Bild ein, kramte nach der Taschenlampe, schnappte mir meine Jacke und machte mich dann zu Fuß und mit meinem Rucksack auf den Weg zu Manus Zuhause. Heute Nacht würde ich die Schuldgefühle meines älteren Ichs begleichen. Kapitel 60. Schnell wurde es dämmerig und ich huschte unter Manus angekipstes Fenster, gut verborgen zwischen einem Zaun und ein paar Büschen auf dem schmalen Grünstreifen des kleinen Grundstücks. So würde mich hoffentlich niemand sehen und mich für einen Einbrecher halten, und ich konnte hören, sobald mein Freund den Anfall bekam. Nur war Nacht halt eine sehr vage Formulierung. Es konnte jetzt jederzeit passieren. Aufgeregt und etwas bekommen, machte ich es mir auf dem leicht nassen Rasen bequem und setzte den Rucksack ab, als ich ein Geräusch über mir hörte. Hastig sah ich auf und bemerkte, wie sich die Flügel vor Manus Zimmerfenster bewegten. Verdammt! Wenn er auch nur einen Blick nach unten riskierte, würde er mich entdecken und alles würde auffliegen. So schnell ich konnte, versteckte ich mich und schaute dann zu, wie mein Freund seinen Kopf ins Freie streckte. Seine Silhouette war so dunkel, dass ich kaum Einzelheiten seines Gesichts erkennen konnte. Aber noch sah er zum Glück nicht aus, als würde ihn ein Anfall plagen. Er beobachtete nur für eine vollständige Minute ganz aufmerksam einen Punkt in der Ferne. Dann zog er sich zurück und kippte das Fenster wieder an. Mich dürfte er nicht gesehen haben. Okay, jetzt durfte ich nur nicht versehentlich einschlafen. Eine Stunde lang funktionierte das echt gut. Ich lenkte mich ein wenig mit Gedankenspielen ab, aber ohne meine Aufgabe zu vernachlässigen, und kramte etwa jede Viertelstunde kurz nach meinem Handy, um die Zeit zu prüfen. Danach wurde es aber nicht nur immer dunkler, sondern auch kälter, und das leise Zirpen und Rascheln überall machte mich schläfrig. Wann immer ich merkte, wie mir die Augen schwer wurden, kniff ich mir heftig in die Ellbeuge, um wieder aufzuschrecken. Doch auch das half immer nur kurzzeitig. Ich musste wach bleiben. Musste wach bleiben. Sonst würde Manu die Nacht nicht überleben. Gerade drohte ich erneut zu dösen, als ich ein lautes Knacken hörte. Das war nicht mehr nur ein Geräusch der Nacht gewesen. Das war etwas Größeres, das einen Zweig oder einen Ast zerbrochen hatte. Augenblicklich war ich wieder wach und schaute mich ängstlich um. Lief vielleicht ein wilder Hund in der Gegend rum? Luna konnte es nicht sein, die war dafür viel zu klein. Wieder knackte es, wieder raschelte es wild. Dann wurde ich plötzlich von einer Sekunde auf die nächste geblendet und hätte beinahe aufgeschrien vor Schreck. Der Lichtstrahl senkte sich und ich hörte ein eindringliches Flüstern. Maurice, keine Angst, wir sind es. Micha, ich hab mir fast in die Hose gemacht, du Arsch! Zischte ich mit gebrochener Stimme und heftig klopfendem Herz. Und es war nicht nur Micha, der sich seinen ungelenken Weg durch das Dickicht geschlagen hatte. Hinter ihm tauchten jetzt auch Alina, Olli und Erik auf. Alle eingewickelt in Decken oder dicke Jacken wie ich und mit einem erleichterten Lächeln im Gesicht. Langsam beruhigte ich mich wieder und nickte ihm zu. Es ist noch nichts passiert, aber ich werde echt schnell müde, gestand ich schuldbewusst. Sie schauten sich an und scharten sich auf ein stummes Kommando um mich. Kein Problem, wir passen hier und passen mit dir auf. Dank meinen Freunden wurde es echt besser. Micha stupste mich immer mal wieder an, wenn ich kurz vor Erschöpfung die Augen schloss, und hielt mich so zuverlässig wach. So lange jedenfalls, bis das Licht seiner Taschenlampe auf Olli fiel, da irgendetwas in seinen Händen hielt und damit herumspielte. Meine Aufmerksamkeit war wieder geweckt und ich kroch ein Stück auf ihn zu. »Was hast du denn da?« Er zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht ganz. Ich hab's auf dem Weg hierher gefunden.« »Da drüben im Gras. Hast du vielleicht eine Ahnung?« Für einen Moment blieb die Zeit stehen. Ich starrte auf das blaue Ding aus Plastik und erinnerte mich, wo ich es schon einmal gesehen hatte. Es hatte auf Manus Nachttisch gestanden, zwischen all den Tabletten an dem Tag seiner Krankenhauseinweisung, als ich die Klingen gefunden hatte.
Es war wichtig. Was tat es im Garten? Manu hat es geworfen. Vorhin, als er das Fenster geöffnet hatte. Ich musste es verpasst haben, weil ich mich versteckt hatte. Das hier war kein Unfall. Es war kalkuliert. Schon wieder! Manu wollte immer noch sterben und das hier... Das war der Schlüssel, damit er dieses Mal nicht gerettet werden konnte. Mein Handy summte und mit klammen Fingern fischte ich es aus meiner Tasche. Es war eine Nachricht von Manu. Hilfe! Endlich konnte ich mich wieder bewegen, entriss Olli das kleine Behältnis und rannte um mein Leben zur Eingangstür des Hauses. Es passiert. Eben gerade. Mein Freund war in größter Gefahr und dies war der Moment, auf den ich seit 3 Monaten hingearbeitet hatte. Ich musste ihn retten. Natürlich war die Tür verschlossen und verzweifelt begann ich, mich mit aller Kraft dagegen zu werfen, bis irgendwann der Schnapper nachgab und ich in den Flur stolperte. Beinahe noch fiel. War egal, weiter. Zu Manus Zimmer. Jede Sekunde zählt. Kapitel 61. Als ich die Tür aufriss, lag Manu mit weit aufgerissenen Augen aus seinem Bett und atmete flach, unregelmäßig und seltsam abgehackt. Sein ganzer Körper bebte und schlitternd kam ich neben ihm zum Knien. Manu, ich bin da. Wir kriegen das wieder ein. Du musst mir nur sagen, was ich hiermit tun muss. Langsam fixierten seine Augen das Plastikding oder streckte seine Hand danach aus, aber sobald ich es ihm überreicht hatte, fiel es ihm auch schon wieder aus den zuckenden Fingern. Nein, nein, er musste es nochmal versuchen. Ich hob es wieder auf, doch Manu schien jetzt nicht einmal mehr in der Lage, es ergreifen zu können. In seine Atemzüge hatte sich ein verzweifeltes Schluchzen gemischt, seine Finger krampften sich verschmerzend in die Bettdecke unter sich und seine Augenlider flatterten. Er konnte sich nicht mehr selbst helfen. Ich musste es tun. Aber ich wusste nicht wie. Meine Gedanken waren komplett blockiert und alles, was ich tun konnte, war, mit sich anbahnenden Tränen in den Augen meinen Freund zu beobachten, der immer schwächer wurde und weniger Luft bekam. Bis die Spannung aus seinem Körper wich und ich aufschrie. Nein, nein, bleib bei mir. Bitte bleib bei mir. Ich musste den Schock überwinden und ihm helfen. Warum war ich nur so schwach? Wieso wusste ich einfach nicht, was zu tun war? Trotz all der Ratschläge, die ich bekommen hatte. Ich war gerade dabei, ihn ein zweites Mal zu verlieren und ich konnte ihm wieder nicht helfen. Ich riss die Augen auf, aber da war nicht länger Manus Zimmer. Ich saß auf einer Wiese. Soweit ich sehen konnte, nur wunderschöne grüne Hügellandschaften. Wie war ich so schnell hierher gekommen? Und was tat ich hier? Ich sollte doch Manu retten. Unsicher darüber, in welche Richtung ich mich wenden sollte, stand ich auf, drehte mich einmal um die eigene Achse und lief dann auf gut Glück los. So lange, bis ich außer Atem war. Aber noch immer sah ich nichts anderes als diese immer gleiche Landschaft unter einem strahlend blauen Himmel. Was war das hier? War ich etwa ganz alleine? Ich wollte nicht länger durch die Gegend irren. Manu brauchte mich doch dringend. Kurz verstaufte ich. Dann lief ich weiter. Immer noch kein Zeichen von anderen Leuten, Bäumen, irgendwelchen Gebäuden oder natürlichen Strukturen. Nur hügeliges Grasland. Überall etwa knöchelhohes Gras ohne Ende. Was sollte das? War ich vielleicht... Hallo, wer bist du denn? Ich wirbelte herum und sah einen kleinen Jungen hinter mir stehen, der mir im Oberteil gezupft hatte. Müsste ich schätzen, war er jünger als 10 Jahre, vielleicht 8 oder 9. Er hatte kurze, dunkelbraune Haare und riesengroße, grüne Knopfaugen, die mich fragend anschauten. Ohne zu überlegen, sank ich zu ihm hinunter und umarmte ihn. Es tut mir leid, Mann. Ich habe es wieder nicht geschafft. Was? Was nicht geschafft? Warum bist du so traurig? Fragte der jüngere Manu verwundert, während er mir den Rücken tätschelte. War er... Wusste er gar nicht, was eben passiert war? Sobald ich konnte, löste ich mich wieder ein Stück von dem Jungen und schaute ihn durch meinen Tränenschleier hinweg an. Er sah wirklich nicht böse auf mich aus. Ein wenig verwirrt, aber nicht wütend. Ich habe einen Fehler gemacht, gab ich zu.
Ich hätte etwas verhindern können, aber ich war total gelähmt und konnte nichts dagegen tun. Plötzlich lächelte Manu. Ach, das ist doch halb so schlimm. Dann probierst du es halt morgen nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, am Tag darauf. Kopf hoch, okay? Das ist schon kein Weltuntergang. War das wirklich Manuel? Er wirkte so unbeschwert und freier, als ich ihn jemals erlebt hatte. Aber dann fiel mir wieder ein, wie Manu mir erzählt hatte, dass seine Depressionen im Alter von 9 Jahren angefangen hatten. Dann war das hier also... Er war es. Aber bevor ihn etwas für immer verändert hatte. Bevor die Stimme in seinem Kopf begann hatte, ihm all die schlimmen Dinge einzureden. Er kicherte, als ich ihn wieder umarmte. Alles ist gut. Ich bin für dich da. Ich weiß... Manu, versprichst du mir etwas? Bleibst du bitte für immer so glücklich, wie du jetzt bist? Denk immer daran, selbst wenn es dir immer schlecht geht, es werden wieder bessere Tage kommen. Und warte auf mich. Ich werde wiederkommen und dich retten. Wir werden zusammen viele schöne Tage verbringen, aber bis dahin musst du ganz stark sein und durchhalten. Der junge Manu stutzte. Ja, natürlich werde ich für immer glücklich bleiben. Mir geht's doch super. Aber ich werde auf dich warten. Versprochen. Seine Unschuld und sein fröhliches Grinsen waren ansteckend. Und ich konnte nicht anders als erleichtert aufzuatmen. Es wäre wirklich schön, wenn das hier wirklich passieren würde. Aber es war nicht echt. Es war nur in meinem Kopf. Das wurde mir langsam immer deutlicher bewusst. Zwar konnte ich mir immer noch nicht erklären, warum es geschah. Vielleicht musste ich das aber auch gar nicht. Nur eines musste ich noch in Erfahrung bringen. Weißt du, wie ich zurückkomme? Fragte ich den Kleinen und er nickte begeistert. Du musst nur die Augen schließen. Ganz einfach. Fühlst du dich bereit? Ja. Ja, diesmal konnte ich hoffentlich ruhiger bleiben und die mir verbleibende Zeit dazu nutzen, meinen Freund zu retten. Ich atmete durch, hob meinen Kopf Richtung Himmel und tat dann, was Manus jüngeres Ebenbild mir vorgeschlagen hatte. Keine Angst, wir würden noch lange Zeit zusammen verbringen können. Ich konnte das schaffen. Kapitel 62. Ich blinzelte und es konnte nicht eine einzige Sekunde vergangen sein, seitdem ich in diese komische Graslandschaft gekommen war. Aber jetzt war ich zurück und hatte die Kontrolle über meinen Körper wiedererlangt. Jetzt zählte es. Ich hatte noch eine Chance. Schnell untersuchte ich den kleinen blauen Apparat in meinen Händen. Er war länglich und an einer Seite ein kurzes Stück gebogen, an der anderen Seite dafür etwas eingesenkt und ließ sich herunterdrücken. Okay, so ging das, aber es kam nichts heraus. Außerdem war es so dunkel, dass ich kaum etwas erkennen konnte. Mehr durch Zufall zog ich an dem gekrümmten Ende und löste eine Kappe, die eine Öffnung freilegte. Die kam wahrscheinlich in den Mund und dann musste ich den Knopf drücken. Ich wusste zwar nicht, wie oft ich das machen sollte, aber wenn ich etwas bewirken wollte, musste ich jetzt anfangen. Vorsichtig zwängte ich es zwischen seine bleichen Lippen, kreuzte gedanklich meine Finger und betätigte die Taste vor dem Spray. Wartete kurz, drückte es nochmal und hörte dann sein erlösendes, leichtes Aufatmen. Er war wieder da. Ich hatte es geschafft. Er lebte. Sein Kopf pendelte zu mir und dann öffnete er seine Augen, schaute mich an, wie ich erleichtert auf ihn hinuntersah und ihm durch die Haare und über die Wangen strich. Aber trotzdem war ich unterschwellig auch enttäuscht von Manu. Hatte er nicht versprochen, dass er sich nicht wieder umbringen wollte? Und selbst wenn nicht, wie hatte er meine Worte von gestern vergessen können? Ich hatte ihm gesagt, dass wir über alles reden konnten und ich mir eine Welt ohne ihn nicht vorstellen mochte. Trotzdem hatte er es versucht. Was war dieses Mal der Grund gewesen? Es tut mir so leid, Dado, waren seine ersten Worte, nachdem er genügend Luft getankt hatte, um wieder sprechen zu können. Er war noch immer kraftlos und atmete schwer, aber es klang nicht mehr so gequält und abgehackt wie vorhin. Der Anfall war überwunden.
Warum hast du es schon wieder versucht? Wollte ich von ihm wissen und seinen bekümmerten Blick abwenden. Es war wegen Luna. Sie ist tot. Ein Auto hat sie erfasst, als wir unterwegs gewesen waren. Und ich wusste nicht mehr weiter. Es war meine Schuld, weil ich sie von zu Hause entwischen lassen habe. Und ich habe dieses Gewicht auf meinem Herzen nicht ausgehalten. Aber plötzlich hatte ich Angst vor dem Sterben. Dann habe ich an dich gedacht. Ich habe mich gefragt, was du über mich denken würdest und ob morgen vielleicht wieder ein besserer Tag wird. Deswegen habe ich dir geschrieben. Oh, Manu. Bevor ich mich umentscheiden konnte, hatte ich ihn schon behutsam in meine Arme gezogen und an mich gepresst. Nie wieder. Er wusste jetzt, was ihn am Leben hielt. Lunas Verlust musste eine riesige Wunde in seinem Herzen hinterlassen haben, aber dennoch hatte er sich für das Licht anstatt für die Dunkelheit entschieden. Die Tür flog auf, eine Lampe erhellte plötzlich das gesamte Zimmer und eine völlig aufgelöste Frau Büttinger stürmte in den Raum, begleitet von meinen Freunden, die sich sofort um Manu scharten, sobald sie sahen, dass es ihm gut ging. »Stimmt das, was sie mir erzählt haben? Was hast du dieses Mal vorgehabt?« wettete Monika los und Manu duckte sich unter ihrem Wutausbruch ganz klein zusammen. »Es tut mir leid. Es tut mir leid, Ma. Ich hab nicht nachgedacht und...« Er unterbrach sich, als seine Mutter sich durch unseren Kreis näher an ihn drängte. Aber sie tat ihm nichts an, sondern umarmte ihn ebenfalls nur lang und ausgiebig. »Wir haben doch darüber geredet, mein Junge. Du darfst mir das nie antun. Ich wüsste nicht, wie ich das jemals verkraften sollte. Genau wie deine Geschwister und deine Freunde hier.« Manu nickte schniefend. Dann schien sich in seinem Kopf allerdings ein riesiges Fragezeichen zu bilden, das man ihm förmlich im Gesicht ablesen konnte. »Aber ihr habt ihr es so schnell hierher geschafft. Woher wusstet ihr alle davon und warum habt ihr Rucksäcke dabei?« wollte er schließlich wissen, und ich tauschte einen fragenden Blick mit Micha aus. Aus dieser Schlinge konnten wir unsere Köpfe unmöglich wieder herausziehen, ohne die Wahrheit zu sagen. Einmal mochte es bei mir funktioniert haben, aber nicht in dieser Situation. »Naja, weißt du, Manu, wir hätten uns in einer Zukunft ohne dich niemals vergeben können. Tatsächlich haben wir uns niemals vergeben und nach einer Möglichkeit gesucht, um das alles zu verhindern. Machte Olli den Anfang, um dann von Alina abgelöst zu werden. Erinnerst du dich an den Ethikunterricht? Als Herr Hoke gemeint hat, Maurice wolle einen Brief in der Zeit verschicken? Genau das ist uns allen passiert. An dem Tag, als du zu uns gekommen bist, hat in jedem unserer Briefkästen eine Botschaft aus einer fernen Zukunft in 10 Jahren gelegen, die uns bis hierher geleitet hat. Wir wollten dich retten, weil es uns das erste Mal nicht geglückt ist. Monika sah vollkommen verwirrt aus, aber Manu lächelte seltsamerweise. »Das geht doch gar nicht. Ihr nehmt mich auf den Arm«, beschwerte er sich, aber ich kramte bereits in meinem Rucksack herum. »Es ist wahr, Manu. Hier, schau selbst.« Mit jedem Satz, den er las, baute sich seine spöttelnde Haltung weiter ab, bis am Ende ein Geister den Brief senken ließ. Als ich ihm noch unser gemeinsames Foto überreichte, war es endgültig um ihn geschehen. Das ist... Es ist jetzt gut so, wie es ist. Ich hatte oft Zweifel und es ist so viel beinahe schiefgegangen, aber letztendlich haben wir es geschafft. Ich bin so glücklich, dass du noch bei uns bist, Manu.« »Und wir erst«, zwinkerte Micha im Namen der anderen und grinste sein Gegenüber breit an. Es war noch einiger Erklärungsbedarf vorhanden und bestimmt würde es dauern, bis alles wieder zur Normalität zurückkehrte und alle Trauer überwunden war. Aber Manu wusste jetzt, wie sehr er geliebt wurde. Über Welten hinweg, von der Zukunft bis in die Gegenwart und noch lange darüber hinaus. Er hatte seinen Lebenswillen wiedergefunden und wir alle konnten heute seine Schuld begleichen. Unsere Mission war zu Ende. Das schönste Ende, das ich mir vorstellen konnte. Epilog.
Hey Leute, rief ich und gellte herzhaft. Das Schreiben der Briefe hatte mich die gesamte Nacht gekostet und es war wirklich ein Wunder, wie Kaffee und ein wenig Absteckstift gegen meine Augenringe die Klau und der Müdigkeit auf Abstand hielten. Alina war die Erste, die beim Anblick des Kartons zu lachen begann. Sag mal, Maurice, wie viele Briefe hast du bitte geschrieben? Da komme ich mir ja mit meinem einzelnen Umschlag ziemlich schäbig vor. Auch die anderen zwei hatten scheinbar nur eine einzige Notiz verfasst. Aber mir war das einfach zu wenig gewesen. Ich hatte nicht alle Details, Warnungen und Ratschläge in einen Text zwängen können, und wenn doch, hätte der Reihenrahmen doppelt und dreifach gesprengt. Stattdessen hatte ich mich entschlossen, für jeden Tag einen gesonderten Brief zu verfassen und sie am jeweils gleichen Datum schicken zu lassen. So war hoffentlich jede Info zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr an alles, was damals passiert ist, brummte Olli etwas beschämt, als ich mich der Gruppe erklärte. Hätte ich mich bestimmt auch nicht mehr. Aber nach dem Sportfest hatte ich angefangen, aus einer spontanen Lust heraus Tagebuch zu schreiben. Das meiste habe ich daraus, aber ich habe dann auch vieles wieder genau vor mir gesehen. Wisst ihr noch, als Erik damals diese unmögliche Brille hatte? Na gut, dass du jetzt Kontaktlinsen trägst. Haha, murrte Erik eingeschnappt, aber er war nur halb so böse auf uns, wie er gerade aussah. Es war eine schöne Zeit gewesen damals. Wäre nur Manu nicht von uns gegangen. Na dann, dein Bekannter hat zu unserer Idee zugesagt? Fragte Micha nach und Olli nickte. Sehr gut. Ich hoffte nur, dass alles klappte. In den Briefen befand sich zum Beispiel auch eine Kopie des einzigen Fotos, das ich von Manu und mir besaß. Einziges deshalb, weil ich schon früher so extrem bildscheu gewesen war und es nicht mochte, aufgenommen zu werden. Ich betete so sehr, dass die Nachrichten in verantwortungsvollen Händen landeten. Mit meinem Freund hatte ich gestern außerdem noch eine kleine Diskussion über die Briefe geführt. Ich hatte mir seinen durchgelesen und gefunden, dass er viel zu harsch für den jungen Michael geschrieben war. Der Kleine würde doch völlig durchdrehen, wenn ihm jemand für ihn Fremdes befahl, seine Finger von Maurice zu lassen, weil er kein guter Freund für ihn war. Aber Micha hatte nicht mit sich reden lassen. Er wird es verkraften. Ich war doch schon immer tough und Manu hatte sich damals eindeutig mehr um dich gesorgt als ich. Es ist schon gut so. Na, hatte ich trotzdem noch voller Zweifel gemurmelt. Und willst du dir wirklich selbst dein Liebesgeständnis zum Sportfest verbieten? Darüber hatte ich mich damals doch so sehr gefreut, obwohl ich auch Manu mochte. Ja, oder willst du, dass sich nichts verändert? Er wird wissen, dass es andere zukünftige gibt, in denen wir beide zusammen sind. Aber in dieser einen muss er dich gewähren lassen. Das ist wichtiger als der ganze Rest. Mittlerweile war ich aber schon wieder guter Dinge. Der Flug klappte und unsere Briefe wurden wie gewünscht direkt über den Bermuda-Dreieck abgeworfen, von wo aus sie mit etwas Glück in der Zeit zurückreisten. Manu würde in einer anderen Welt weiterleben und das war ein wahnsinnig schöner Gedanke. Wir waren gerade allesamt auf dem Weg zu Ollis Auto, als ich hinter mir eine Stimme hörte, die ohne Klang meinen Namen rief. Ich blieb stehen, schaute zurück und konnte niemanden sehen, der gerufen haben könnte. »Maurice? Was ist?« »Habt ihr das auch gehört?« fragte ich zurück. »Was denn gehört?« erkundigte Micha sich verwundert. »Diese Stimme!« Alina blickte plötzlich auch verwirrt um sich. »Ich glaube, ich habe sie gehört. Sie hat meinen Namen gesagt.« »Mein auch. Glaubt ihr, das könnte er sein?« erwiderte jetzt Olli und lächelte in den Himmel über uns. »Etwa Manu?« »Moment. Ja, ich glaube, das könnte wirklich er sein.« jubelte Micha und schlang seinen Arm um mich. »Manu, wir machen unseren Fehler wieder gut. Versprochen.« Die Stimme schien auch endlich bei Erik angekommen zu sein und zu fünf winkten wir jetzt mit leeren Händen oder unseren Briefen nach oben zu dem Schäfchenwolkenhimmel hinauf. Ein riesiges Gewicht fiel aber von meinen Schultern und ich wusste, es würde klappen. Irgendwo würde mein alter Freund dank unserer Hilfe gerettet werden. Und ich freute mich so sehr für mein anderes Ich. Nun konnte auch ich im inneren Frieden weiterleben. Danke, Manu, für alles.